Liebe Malis, dear Steve, I would like to welcome you all this morning in the Memorial Saal of the historic Falkenhof to honor our new King and Queen, Steve and Malis. Ja, lieber Steve, gestern hast du den goldenen Schuss abgegeben und mit der besten geschossenen 12 die Königsbewährung. Hiermit hast du für ein Novum in der über 104-jährigen Geschichte unserer Gilde gesorgt. Denn du wirst als erster Amerikaner in die Annalen der Gilde eingehen, der die Königswürde erringen konnte. Dazu gratuliere ich dir im Namen der Gilde ganz herzlich. Mein Leben spricht. Seit 12 Jahren schon bist du Mitglied der Gilde und ich freue mich, dass du dir ein Herz gefasst hast und auf die Königsscheibe geschossen hast. In der heutigen Zeit ist das nicht mehr selbstverständlich. Ja, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, Herr Gaussmann und natürlich die Ehren, Schützenbrüder alle, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, das mit uns zusammen zu erleben. Das könnte wirklich tatsächlich ein bisschen problematisch sein, die Aussprache, aber gib mir Mühe, okay? So, erstmal ein bisschen über mich. Ich bin aus Oklahoma hier hingekommen in 88 in der Armee. War hier 2 Jahre in Abfahrt zu Irak, in der Irak-Korps damals, der Krieg. Danach zu Texas und in 96 bin ich wieder hier gelandet und geblieben. Ne? Habe meine Frau gefunden und ja, hier bin ich immer noch. Und dass ich König sein werde irgendwann mal, habe ich niemals vorstellen können. Aber ja, König zu sein ist problematisch, schwierig, gerade für mich. Aber ich sag mal so, jeder gute König braucht einen schönen Tisch. Guck mal das an. Sei ehrlich mit dir. Schieß an. Ich habe so einen starken Königstisch, ich kenne nur gewinnen. Ne? Da wollte ich, dass ihr für mich uns da seid. Ehrlich, ich weiß, dass ihr sitzt. Oh.